Moin Leute, was geht? Mein Name ist Dudu Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau. So, lange habe ich nichts mehr gebracht. Es tut mir leid, ich war ein bisschen noch zerstört vom Oktoberfest und ich habe hier natürlich auch Bilder dabei vom Oktoberfest und die will ich euch heute zeigen. Und ich will noch ein paar Fragen so oder ein paar Sachen loswerden. Zum Beispiel: Schmeckt Oktoberfestbier anders als normales Bier? Oder wie ist die Stimmung auf dem Oktoberfest? Das erzähle ich euch jetzt alles mal. So, die erste Frage: Schmeckt Oktoberfestbier anders? Ihr wisst ja, ich bin ja Koch vom Beruf und als Koch, habe ich sehr gute Geschmacksnerven, was Geschmack angeht, und ich kenne viele Biere und ich kann euch heute hundertprozentig versichern, dass Oktoberfestbier nicht anders schmeckt. Es schmeckt total normal. Es gibt keinen Unterschied zwischen Oktoberfestbier und normalem Bier. Das Einzigste ist, dass das Oktoberfestbier in einem Maßkrug ausgeschenkt wird, also in einem 1 Liter Maßkrug aus Glas. Genau. Jetzt gucken wir uns die Bilder an. Ich habe natürlich ein paar Bilder vorbereitet für euch und war natürlich auch auf dem Oktoberfest, klar. Da haben wir schon das erste Bild hier. Guckt euch das mal an. Da bin ich. Hier sieht man mich. Irgendwelche Ausländer haben mich da fotografiert. Genaue Erinnerung habe ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass das Bier, was ich hier trinke, ein Spatenbier ist. Spatenbräu, wie man das nennt. Die Stimmung war auf jeden Fall richtig cool. Hier sieht man sogar einen kompletten Ochsen, der hier am Grill ist. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Hier ein kompletter Ochse. Und ja, wird hier gegrillt. Und die Stimmung ist auf jeden Fall fantastisch. Die ist wirklich toll, muss ich wirklich sagen. Und es ist wirklich ein Riesenfest, ein Riesen Gaudi. Und absolut nicht kriminell oder so. Sondern es ist eigentlich ganz friedlich, muss ich sagen. Hier trinke ich gerade Paulaner Bier. Sehr gutes Bier. Überall Musik, Leute mit Lederhosen. Ich hatte natürlich auch eine Lederhose an. Hier ein Bild, wo ich ein bisschen zerstörter war. Das war echt was. Also, ich sag euch, mir ging es teilweise nicht mehr gut. Nach 4 Bier, also 4 Litern Bier, die ich geschafft habe, 4 Maß Bier. Und nach 4 Maß Bier, das entspricht 8 Gläser Hefeweizen, 0,5, ne? 8 mal 0,5 Bier, ist schon heftig, ist wirklich heftig, muss ich wirklich sagen. Hier habe ich auch nochmal ein Bild. Das Bild ist aufgenommen von der sogenannten Hackerbrücke. Hier hinten sieht man diese berühmte Kirche in München. Ich kann da ja auch mal ein bisschen ranzoomen. Diese komische Kirche mit den zwei Teilen da. Es war auf jeden Fall cool. Es war schon mittelmäßig voll. Es war nicht viel los. Ich war ja Dienstag da. Und Mittwoch. Und es ging eigentlich von der Menge. Und ja, ich habe einen Platz bekommen im Zelt. Ne, wenn man so bis 17 Uhr kriegt man noch einen Platz im Zelt. Sonst geht's nur noch mit Reservierung. Und ja, es war auf jeden Fall eine coole Aktion. Es ist alles enorm teuer. Hier sieht man es, wie es ein bisschen dunkler wird. Diese Stimmung ist einfach fantastisch. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hingehen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich empfehle es jedem, aufs Oktoberfest zu gehen. Aber ein wichtiger Tipp: kauft euch Wasserflaschen irgendwo, also Wasserflaschen irgendwo bei Aldi oder bei Lidl. Und nehmt das dann mit in den Rucksack und kauft euch belegte Brötchen oder Landjäger oder was weiß ich. Aber auf dem Oktoberfest essen würde ich euch nicht raten. Das ist zu teuer. Das Bier ist allein schon, kostet 10 Euro und würde ich euch nicht empfehlen. Haut auf jeden Fall rein, gell? Bis zum nächsten Mal. Servus, Maige und ciao.